Gesegneten Sabbat. Gesegnete Sabbat. Nederlands ist ein mooie Taal. Holländisch ist eine schöne Sprache. Aber Deutsch ist eine schönere Sprache. Deutsch ist noch mooier. Amen. Nicht so viel, ne? Ich werde Deutsch sprechen und er wird Holländisch sprechen. Also er spricht Deutsch und ich spreche Nederlands. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich bin blij dat u er bent. Wenn in meiner Gemeinde, als in mijn gemeente, in Stuttgart, ich sage gesegneten Sabbat, als ich in Stuttgart, waar mijn gemeente is, zegt gezegende Sabbat, dann sagt die ganze Gemeinde im Chor gesegneten Sabbat zurück. Dan zegt de hele gemeente in koor gezegende Sabbat terug. Wie ein Mann oder wie eine Frau. Als één man of één vrouw. So, und wo immer ich hinkomme, waar ik dan ook kom, möchte ich das einführen. Wil ik dat graag invoeren. Also üben wir das jetzt gemeinsam. Gaan we samen oefenen. Ich sag noch einmal gesegneten Sabbat. Ik zeg nog één keer gesegende Sabbat. Und dann sagt ihr alle gemeinsam. Nee. Gemeinsam den gesegneten Sabbat, okay. Ja. Also, seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Ja, zijn jullie klaar? Gesegneten Sabbat. Gesegende Sabbat. Wunderbar. Ja. Ich freue mich wirklich und ich hoffe, dass es ein gesegneter Sabbat sein wird. Ik ben werkelijk blij en ik hoop ook werkelijk dat het een gezegende Sabbat zal zijn vandaag. We möchten auch alle begrüßen, die jetzt im Livestream zugeschaltet sind oder später sich das Video auf adventmedia.nl anschauen. Ja, ik wil ook alle mensen die via de livestream meekijken welkom heten of de mensen die het later op adventmedia.nl bekijken. Ich bringe euch Grüße von meiner Gemeinde in Stuttgart Wangen und Grüße von unserem Ministry Joel Media. Ik breng de groeten over van mijn gemeente, de gemeente Stuttgart Wangen. En van mijn bediening Joel Ministry. Media. Media, oké. Okay. Sorry. Joel Media. .de. Das Wochenende, das wir gemeinsam hier verbringen. Het weekende wat we hier samen doorbrengen. Bringt verschiedene Themen zusammen. Die voegt eigenlijk een aantal thema's samen. Und gestern Abend haben wir gesagt, das Überthema könnte sein. Gisteren hebben we gezegd dat het overkoepelende thema zou kunnen zijn. Worauf es wirklich ankommt. Waarop komt het werkelijk aan? Dinge, Ideen und Konzepte, die wirklich entscheidend sind für unseren christlichen Glauben. Dinge, Ideen und Konzepte, die wirklich beslissend sind für uns christlich Geloof. Dinge, die wir oft hören und selten verstehen. Das sind Dinge, die wir vaak hören, aber nicht so vaak begrijpen. So oft, dass wir sie oft gar nicht mehr durchdenken. Wir hören es so vaak, dass wir nicht eens mehr darüber nachdenken. Gestern Abend haben wir über eine entscheidende Sache gepredigt oder gesprochen. Gisteren hebben we over een heel beslissende ding met elkaar gesproken. Über welches Thema haben wir gestern gesprochen? Waar ging het gisteren over? Glaube. Over het geloof. Wir haben gesehen, Glaube ist die einzige und die notwendige Bedingung, um gerettet zu werden. Ja, geloof is de enige en de allernoodzakelijkste voorwaarde om gered te kunnen worden. Und wir haben gesehen, die meisten Menschen auch in der Gemeinde verstehen nicht das Wesen des Glaubens. En we hebben gezien dat de meeste mensen zelfs in de gemeente niet begrijpen wat werkelijk het wezen van het geloof is. Wir haben gesehen, Glaube ist Leben aus jedem Wort. We hebben geleerd dat geloof is leven vanuit elk woord dat uit de mond van God uitgaat. Weil das Wort Gottes Kraft hat und das Wort Gottes selbst das Leben ist. Ja, omdat het woord van God kracht heeft en zelf het leven is. Wir können nicht mehr zusammenfassen, weil die Zeit uns sonst wegläuft. Ja, de tijd is te kort om dan nog meer te vertellen. Aber das Video ist ja auf Advent Media und ihr könnt es euch anschauen. Ja, adventmedia.nl, da könnt ihr allemaal nog een keer nachsehen. Heute Morgen möchte ich mit euch über ein Thema sprechen, über das ihr schon hunderte, tausende Predigten gehört habt. Vanochtend gaat het over een thema, daar heeft u al honderden of misschien wel duizenden preken over gehoord. Das Thema wird so oft gepredigt. Het gaat so vaak over dit thema. Dass ich garantiere. Dat ik u garandeer. Wenn ich euch sage, worüber ich predige. Dat zodra ik u zeg waarover ik zal preken. Einige von euch im Herzen sagen werden. Dat een paar van u in uw hart zullen zeggen. Ach so. Ach ja. Alweer. Ich wünschte, er würde über Daniel 11 predigen. Ich wünschte, er würde über Daniel 11 predigen. Ich sollte lieber haben, dass er über Daniel 11 so predigen. Ich möchte über das Kreuz mit euch sprechen. Ich will graag mit euch über das Kreuz sprechen. Wie viele Predigten habt ihr schon über das Kreuz von Jesus gehört? Wie viele Predigten habt ihr über das Kreuz von Jesus gehört? Viele, oder? Veel. Ich verspreche euch. Ich beloof u. Durch die Gnade Gottes. Door Gods genade. Werdet ihr heute aus diesem Raum gehen? Gaan we vandaag deze ruimte verlaten? Und ihr werdet sagen. En u zult zeggen, es gibt Dinge am Kreuz, die habe ich noch nie gesehen.
zitten dingen aan het kruis vast die ik nog nooit heb gezien. Und wir möchten dieses Thema auch deswegen betrachten. En we kijken ook daarom naar dit thema. Weil wir nächstes Jahr, omdat volgend jaar 500 Jahre Reformation haben. Dan herdenken we 500 jaar Reformatie. Und ich weiß nicht, wie es in Holland ist, aber in Deutschland ist die Reformation kaum noch wirklich zu greifen. Ik weet niet hoe het in Nederland is, maar in Duitsland kun je bijna niet meer de vingers erachter krijgen wat de reformatie eigenlijk is. So möchte ich mit euch ein Thema betrachten, das für Martin Luther sehr wichtig gewesen ist. En daarom kijken we naar een thema wat voor Martin Luther heel erg belangrijk is geweest. Wir möchten sprechen über die Gerechtigkeit Gottes. We willen spreken over de gerechtigheid van God. Und bevor wir das tun, voor we dat doen, möchte ich einladen. Wil ik u uitnodigen. Wo es möglich ist, dass wir niederknielen für ein Anfangsgebet. So ver het u mogelijk is om neer te knielen voor een gebed. Lieber Vater im Himmel. Lieve Vader in de hemel. Was für ein Vorrecht ist es, heute hier sein zu dürfen. Wat een voorrecht om hier vandaag te mogen zijn. Um von dir lernen zu können. Om van u te kunnen leren. Danke für diesen schönen Tag. Dank u voor deze mooie dag. Dankeschön für die Gelegenheit, auch in der Sabbatschule schon wichtige Dinge von dir erfahren zu dürfen. Dank u wel voor de gelegenheid die we in de Sabbatschool hadden om al belangrijke dingen te mogen ervaren. Wenn wir jetzt über dein Wort sprechen. Als we nu over uw woord zullen spreken. Schenk uns eine frische Offenbarung deiner Gnade und Wahrheit. Schenk ons dan een frisse en heldere openbaring van uw genade. Dass wir das Geschehen am Kreuz in einem neuen Licht sehen. Dat we dat wat aan het kruis gebeurd is in een nieuw licht gaan zien. Om neu begeistert te zijn voor dat wat du voor ons getan hast. Ja, om opnieuw begeesterd te zijn van de dingen die u ons laat zien. Bitte sprich du zu uns. Wilt u zelf tot ons spreken? Wirke durch deinen Heiligen Geist. Werk in ons door uw Heilige Geest. Und nach deiner Verheißung. En naar uw belofte. Lass dein Wort nicht leer zurückkehren. Laat uw woord niet ledig tot u terugkeren. Im Namen Jesu. In de naam van Jezus. Amen. Amen. Ich hoffe, ihr habt eure Bibel dabei. Ich hoffe, dass ihr die Bibel bei euch habt. Lass mich das noch kurz sagen. Lass mich das noch even kurz sagen. Es gibt zwei Dinge. Es sind zwei Dinge, die wir oft zum Gottesdienst mitnehmen. Die wir heel vaak meenemen naar de dienst. Und selten benutzen. Maar niet gebruiken. Wir nehmen sie oft mit. Wir nehmen sie vaak mee. Und benutzen sie selten. En we gebruiken ze niet. Das erste ist die Bibel. Het eerste is de Bijbel. Und das zweite en het tweede is unser Gehirn. Zijn onze hersenen. Wir tragen es zum Gottesdienst. We slepen het mee naar de dienst. Aber es wird nicht wirklich benutzt. Echt gebruiken doen we het niet. Und heute wollen wir das ändern. Vandaag doen we dat anders. Wir wollen unsere Bibel nicht nur dabei haben, wir wollen sie benutzen. We willen de Bijbel niet alleen bij ons hebben, maar ook open doen. Und wir wollen unser Gehirn nicht nur dabei haben, wir wollen es wirklich benutzen. En we gaan ook werkelijk nadenken. Wir wollen mitdenken. Meedenken. Also, wer von euch hat seine Bibel dabei? Wie heeft zijn Bijbel bij zich? Kan ik eure Bibel sehen? Ja. Oké, sehr gut. Wer hat sein Gehirn dabei? Wie heeft zijn hersenen bij zich? Kan ik euer Gehirn sehen? Ja, Hut af, hersenen zien. Das Thema, das wir studieren wollen, ist wirklich nicht ganz einfach. Het is niet heel eenvoudig wat we vandaag willen studeren. Wir wollen einige ganz tiefe Gedanken zusammenbringen. We willen een paar hele diepe gedachten bij elkaar brengen. Also, wenn ihr müde seid, steht auf. Als u moe bent, gaat u gewoon even staan, dan wordt u weer wakker. Oder trinkt was. Of drinkt iets. Ihr müsst wirklich gut mitdenken. Maar u moet echt meedenken. Und es lohnt sich, etwas mitzuschreiben. En het is ook nog de moeite waard om wat mee te schrijven. Römer 1, vers 16 und 17. Fangen wir an. Romeinen 1, vers 16 en 17. Römer 1, vers 16 und 17. In Römer 1. Und dort vers 16 und 17 heißt es, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Want ich schaam mich nicht vor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Vers 17. Vers 17. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof, zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Gisteravond hebben we gesproken over den Glauben, aus dem der Gerechte lebt. Gisteravond hebben we gesproken over het geloof waaruit de rechtvaardige leeft. Heute wollen wir den nächsten Schritt gehen. Vandaag doen we een stap verder.
Was ist diese Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt? Wat is die gerechtigheid die uit het geloof voortkomt? Schaut, was der Paulus hier sagt in Vers 17. Let op wat Paulus hier in vers 17 zegt. Er sagt, denn es wird darin geoffenbaart. Ja, want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard. Worauf bezieht sich darin in diesem Vers? Waarop slaat dat daarin? Auf das Evangelium. Ja, op het evangelie. In Vers 16 sagt er, das Evangelium ist die Kraft Gottes. Want in vers 16 zegt hij, het evangelie is de kracht van God. Und in Vers 17 sagt er, darin geoffenbaart sich die Gerechtigkeit Gottes. Want daarin, in dat evangelie, wordt de gerechtigheid van God geopenbaard. Dat is een interessante gedanke. Dat is een interessante gedachte. Weil wir normalerweise sagen, in dem Evangelium offenbart sich die Liebe und die Güte und die Gnade Gottes. Want normaal zeggen we, in het evangelie openbaart zich de liefde en de goedheid en de genade van God. Wer von euch hat schon mal über das Kreuz nachgedacht? Wie heeft, van jullie heeft wel eens over het kruis nagedacht? Und hat gesagt, wenn ich das Kreuz betrachte, en heeft dan tegen zichzelf gezegd, als ik naar het kruis kijk, dann muss ich sagen, Gott ist so gerecht. Oh, wat is God rechtvaardig. Wir suchen die Gerechtigkeit eher beim Gesetz oder im Gericht. Die Gerechtigkeit die suchen wir eher bei der Wet oder bei dem Gericht. Aber wenn Paulus über das Evangelium vom Kreuz nachdachte, maar toen Paulus over het evangelie van het kruis nadacht, dann hat er gesagt, in der Botschaft vom Kreuz offenbart sich die Gerechtigkeit Gottes. In het kruis openbaart zich de gerechtigheid van God. Also wollen wir heute eine einfache Frage stellen. Ich beginne mit einer einfachen Frage. Wie ist das Kreuz gerecht? Hoe kan het kruis rechtvaardig zijn? Und ihr werdet sehen, diese Frage führt uns zu interessanten Tiefen in der Bibel. En als we deze vraag bestuderen, dan komen we in hele diepe plekken van de Bijbel terecht. Erste Frage. Eerste vraag. Was ist Gerechtigkeit? Wat is gerechtigheid? Kan iemand helpen? In der Bibel, was wie kan me helpen? Wat is gerechtigheid in de Bijbel? Das Gute, das Richtige, okay. Ja, het Goede, het Juiste. Jemand noch einen Vorschlag? Das Gute tun. Gute doen. Was war das? Das Recht Gottes, ja, dankeschön. Het Recht van God. Schaut mal mit mir in 5. Mose. We gaan naar Deuteronomium. 5. Mose. Deuteronomium. Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, ja. Genau. 5. Mose, 6. Deuteronomium 6. 5. Mose, Kapitel 6, Vers 25. Vers 25. Gestern haben wir gesagt, 5. Mose ist ein sehr interessantes Buch. Gisteren hebben we al gezegd dat Deuteronomium een heel interessant Bijbelboek is. Het loont zich eens intensief te studeren. We zouden het eens een keer helemaal intensief moeten bestuderen. Vers 25. Vers 25. Und es wird uns zur Gerechtigkeit dienen, wenn wir darauf achten, alle diese Gebote vor dem Herrn, unserem Gott, zu tun, wie es uns geboten hat. Ja, het zal voor ons gerechtigheid zijn als wij al deze geboden nauwlettend in acht nemen voor het aangezicht van de Heere onze God, zoals Hij ons geboden heeft. Hier zegt Mose, wenn wir Gottes Gebote halten, dient es uns zur Gerechtigkeit. Hier zegt Mozes, als we Gods geboden houden, dient dat ons tot gerechtigheid. Wie wird es sehr deutlich? Gerechtigkeit bedeutet gehorsam dem Gesetz gegenüber. Ja, gerechtigheid betekent gehoorzaamheid tegenover de wet. Ellen White sagt es so einfach. Ellen White zegt het heel eenvoudig. Im Buch Faith and Works. In het boek Geloof en Werken. Gerechtigkeit ist gehorsam zum Gesetz. Gerechtigheid is gehoorzaamheid aan de wet. Punkt. Punt. Theologen versuchen das lang und breit zu erklären. Theologen die proberen dan een hele mooie, lange, ingewikkelde verklaring te bedenken. Ellen White sagt es in einem Satz. En Ellen White zegt het in één zin. Gerechtigkeit ist gehorsam zum Gesetz. Gerechtigheid is gehoorzaamheid aan de wet. Jetzt. Maar nu. Waarom brauchen wir Gerechtigkeit? Waarom hebben wij gerechtigheid nodig? Römer 3, Vers 23. Romeinen 3, Vers 23. Wir wollen erstmal ein einfaches Fundament legen, damit wir alle dieses Thema gut verstehen können. Ja, wir wollen ein einfaches Fundament legen, dass wir, als wir weiter bauen, ein gutes Begriff haben. Römer 3, Vers 23. Romeinen 3, Vers 23. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Want alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Was ist Sünde? Wat is zonde? Was definiert die Bibel als Sünde? Wat zegt de Bijbel dat zonde is? Wo finden wir die biblische Definition für Sünde? Waar vinden we de Bijbelse definitie voor zonde?
Übertretung des Gesetzes. 1. Johannes 3, Vers 4, die Übertretung des Gesetzes. 1. Johannes 3, Vers 4, Sünde ist Übertretung von der Wet. Und deswegen ist Sünde ungerecht. Darum ist Sünde unrechtvaardig. Weil Gerechtigkeit ist Gehorsam dem Gesetz gegenüber. Want gerechtigheid is gehoorzaamheid aan de wet. Wenn wir also das Gesetz übertreten, wanneer wij de wet overtreden, dann haben wir Ungerechtigkeit. Dan hebben we ongerechtigheid. Deswegen sagt die Bibel in 1. Johannes 5, Vers 17, jede Sünde ist Ungerechtigkeit. Daarom zegt de Bijbel ook in 1 Johannes 5, Vers 17, iedere Sünde ist Ungerechtigkeit. Wer von uns hat noch nie gesündigt? Wie van jullie heeft nog nooit gezondigd? Bitte einmal die Hand heben. Even hand opsteken. Ich kann die nicht heben. Nee, ik moet hem ook naar beneden houden. Die Bibel sagt, alle haben gesündigt. De Bijbel zegt, alle mensen hebben gezondigd. Allen fehlt etwas an dem Gehorsam, den sie hätten haben sollen. Wij missen allemaal iets om gehoorzaam te kunnen zijn. Jeder kann zurückschauen und sagen, da hat mir was gefehlt und da hat mir was gefehlt und da hat mir was gefehlt. Iedereen van ons die kan terugkijken in zijn leven en zeggen, ja, daar is het misgegaan, daar is het misgegaan. Wir brauchen Gerechtigkeit. We hebben gerechtigheid nodig. Die uns fehlt. Maar we missen hem. Frage. Vraag. Kann ich selbst die Gerechtigkeit erzeugen? Kan ik zelf die gerechtigheid tot stand brengen? Wenn ich mich entscheide, ab heute gehorsam zu sein. Ik neem vandaag de beslissing, ik wil gehoorzaam zijn. Und nie wieder sündige. Nooit meer zondigen. Wenn ich heute aus diesem Saal gehe. En ik vandaag deze zaal verlaat. Und nie wieder sündige. En nooit meer zondig. Ist das Problem gelöst, ja oder nein? Is dat het probleem opgelost, ja of nee? Stellt euch vor, ein Krimineller. Stel je voor, een crimineel. Sitzt im Gefängnis. Zit in de gevangenis. Er hat 20 Jahre lang Menschen umgebracht. 20 jaar had hij mensen vermoord. Und er entscheidet sich im Gefängnis. In de gevangenis neemt hij de beslissing. Ich werde nie wieder töten. Ik zal nooit meer doden. Und das meint er ernst. Ja, dat meent hij oprecht. Und er überzeugt den Richter und sagt, ich werde nie wieder töten. Hij zegt in het gerecht van ik zal nooit meer doden. Wird der Richter ihn freisprechen? Wordt hij dan vrijgesproken door de rechter? Nein. Nee. Der Gehorsam, den ich jetzt übe, de gehoorzaamheid die ik nu, waarin ik nu oefen, kann nicht zurückversetzt werden in die Vergangenheit. Kun je niet in het verleden terugplaatsen. Weil ich ohnehin gehorsam sein muss. Want ik moest altijd gehoorzaam zijn. Also mein Gehorsam reicht nicht aus. Mijn gehoorzaamheid is dus niet voldoende. Also lasst uns mal kurz nachdenken, ihr Lieben. Gut aufpassen. Laten we eens kort nadenken. Wir brauchen Gerechtigkeit. We hebben gerechtigheid nodig. Was ist Gerechtigkeit? Wat is gerechtigheid? Ihr seid noch schlafrig. Was ist Gerechtigkeit? Bent u nog een beetje slaperig? Gehorsam. Gehoorzaamheid. Mein Gehorsam reicht nicht aus. Mijn gehoorzaamheid is niet genoeg. Also wenn ich nicht Gehorsam von mir bekommen kann. Als ik die gehoorzaamheid niet uit mezelf kan halen. Wo muss ich ihn dann herbekommen? Waar moet ik hem dan vandaan hebben? Von jemand anders, oder? Von iemand anders. Ich brauche einen anderen Gehorsam. We hebben iemand anders gehoorzaamheid nodig. Nur die Israeliten. Israeliten. Hatten diesen Opferdienst. Hadden die offerdienst. Dort wurden Tiere geschlachtet. Ja, werden Tiere geschlacht. Wie mussten die Tiere sein? Hoe moesten die Tiere sein? Makellos. Ja, smetteloos. Und viele Juden kamen zu der Idee. Vele Joden die kwamen op het idee. Wenn ich jetzt das makellose Tier schlachte. Als ik dat smetteloze dier slacht. Dann ist dessen Gerechtigkeit meine Gerechtigkeit. Dan is die smetteloosheid van dat dier, die gerechtigheid, is maar dan van mij. Es gab nur ein Problem. Maar er was een probleem. Hebreeën 10. Hebreeën 10. Vers 4. Vers 4. Hebreeën 10, vers 4. Hebreeën 10, vers 4. Denn unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegneemt. Also selbst wenn ich ein sündloses Schaf habe. Zelfs als ik een zondeloos schaap heb. Das immer gehorsam gewesen ist. Altijd gehoorzaam geweest is. Niemals weggelaufen ist. Nooit weggelopen. Niemals abends geblökt hat, wenn alle schlafen wollten. Ja, nooit gebekkerd heeft, terwijl de anderen wouden slapen. Ein ganz gehorsames Lamm. Heel gehoorzaam lam. Der Gehorsam des Lammes reicht nicht für mich. Maar dan is het niet zo dat de gehoorzaamheid van dat lam voor mij genoeg is. Jetzt sagt er vielleicht, ja, ist ja logisch. Ja, ist logisch, zult u misschien zeggen. Het is toch maar een lam. Wie wäre es, wenn ein Mensch für mich stirbt? Hoe zou het zijn als een mens voor mij sterft? Wenn man ein Menschenopfer bringt. Als een mensenoffer brengt. Würde das ausreichen? Zou dat genoeg zijn? Was sagt die Bibel über Menschenopfer? Wat zegt die Bijbel over mensenoffers? Sein Gräuel. Ja, is een gruwel. Aber vielleicht sagt ihr jetzt. Maar misschien zegt u nu.
Was wäre mit einem freiwilligen Menschenopfer? Was würde passieren, wenn ein freiwilliger Menschenopfer war? Wenn ein Mensch sagt, ich würde gern für dich sterben. Als ein Mensch sagt tegen jou, ich will graag voor jou sterven. Gab es jemand in der Bibel, der das gesagt hat? Ist jemand in der Bibel gewesen, der das gesagt hat? Der gesagt hat, ich würde gern für mein Volk sterben. Ich will graag voor mijn volk sterven. Mose? Mose heeft het gezegd. Paulus. En Paulus heeft Paulus sagt, ich würde gern verdammt sein für mein Volk. Ja, ich soll graag in der Verdoemenis gaan, als mein Volk gerettet wurde. Beide waren bereit, ihr ewiges Leben aufs Spiel zu setzen. Beide waren bereit, um ihr ewig Leben aufs Spiel zu setzen. Aber es hat nicht ausgereicht. Maar het was niet genoeg geweest. Ja, vielleicht sagt ihr. Misschien zegt ihr. Das ist deswegen, weil auch Mose und Paulus gesündigt haben. Dat komt misschien omdat Moses en Paulus ook zondaren waren. Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Was wäre mit einem sündlosen Wesen? Wat zou er gebeuren als het een zonderloos was iemand wäre, was? Wenn ein Engel für uns stirbt? Wat zou er gebeuren als een engel voor ons zou sterven? Wäre das möglich? Zou dat mogelijk zijn? Engel die nie gesündigt haben. Engelen hebben nooit gezondigd. Die seit Jahrtausenden, vielleicht seit Jahrzehntausenden immer Gottes Willen tun. Die doen al duizenden jaren of misschien wel tienduizenden jaren alleen maar Gods wil. Je schüttelt mit dem Kopf. Je schudt met het hoofd. Wisst ihr warum? Weet u waarom? Schaut mal was Ellen White sagt. Kijk maar wat Ellen White zegt. Ellen White sagt, als Jesus den Plan der Erlösung erklärte, toen Jezus het verlossingsplan uitlegde, dem himmlischen Universum, tegenover alle mensen die in de hemel zijn, dan sagt Ellen White, die Engel warfen sich zu seinen Füßen nieder. Dan wierpen de engelen zich aan Jezus voeten neer. Und baten ihr Leben an. En boden hun eigen leven aan. Um ein Opfer für die Menschen zu sein. Om een offer voor de mensen te kunnen brengen. Die Engel haben gesagt, wir würden es machen, wir würden ein Opfer sein für die Menschen. De engelen hebben gezegd, wij zullen dat offer brengen. Wij zullen het offer van ons leven brengen voor de mensen. Sündlose Engel. Zonderloze engelen. Die höher stehen als die Menschen in der Schöpfungsordnung. Die nog hoger staan dan mensen zelf. Bieten ihr Leben an. Bieden hun leven aan. Und Jesus sagt, en Jezus zegt, das geht nicht. Dat gaat niet. Das geht nicht. Kann nicht. Ellen White sagt, das Leben eines Engels könnte nicht die Schuld bezahlen. Das Leben von einem Engel kann die Schuld nicht bezahlen. Und instinktiv habt ihr alle mit dem Kopf geschüttelt und wusstet, ja, das geht nicht. Und instinktiv heeft ihr auch mit dem Kopf geschüttelt und sagt, nee, das geht nicht. Aber wisst ihr, warum es nicht geht? Aber weet ihr, warum es nicht geht? Hier ist der Grund. Dit ist die Rede. Jetzt denkt scharf mit. Denk nu even goed mee. In Lukas 17. Lukas 17. In Lukas 17 gibt es ein Gleichnis, über das habe ich noch nie eine Predigt gehört. In Lukas 17 staat een gelijkenis, daar heb ik nog nooit een preek over gehoord. Ein Gleichnis, das irgendwie den Gläubigen nicht so gut gefällt. Een gelijkenis die bij gelovigen niet zo goed ligt. Schaut mal, was hier steht in Lukas 17. Lukas 17. Ab Vers 7. Vanaf Vers 7. Wer aber von euch wird zu seinem Knecht, der pflügt oder weidet, wenn er vom Feld heimkommt, sogleich sagen, komm her und setze dich zu Tisch? Vers 7. 7, oké. Okay. Ah ja. En wie van u die een slaaf heeft, die ploegt of de kudde weidt, zal meteen als hij van de akker komt tegen hem zeggen, kom maar en ga eraan liggen. Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, bereite mir das Abendbrot, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe, und danach sollst du essen und trinken. Zal hij echter niet tegen hem zeggen, tref voorbereidingen, zodat ik vanavond de maaltijd kan gebruiken, omgort u en bedien mij, totdat ik gegeten en gedronken heb, en eet en drinkt u daarna. Dankt er wohl jenem Knecht, dass er getan hat, was ihm befohlen war? Ich meine nicht. Hij bedankt die slaaf toch zeker niet, omdat hij gedaan heeft wat hem opgedragen was? Ik meen van niet. Jetzt pass genau auf. Nu goed opletten. So sollt auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen war, sprechen. Wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Zo moet ook u, wanneer u gedaan hebt, wat u opgedragen is, zeggen, wij zijn onnutte slaven, want wij hebben slechts gedaan, wat wij moesten doen. Das Gleichnis ist unpopulär. Die gelijkenis is niet zo populair. Wir mögen es, wenn Jesus sagt, hou ervan als Jezus zegt, du bekommst eine Krone. Je krijgt een kroon. Du bekommst großen Lohn. Je krijgt een groot loon. Und du wirst ewiges Leben haben. Ewig leven hebben. Aber hier sagt Jesus, wenn wir alles tun, was er gesagt hat, wat we alles doen wat Jezus gezegd heeft, haben wir gerade unsere Pflicht erfüllt. We hebben net onze plicht gedaan. Und noch kein bisschen plus. Nog helemaal niks aan no. te goed opgebouwd. Mit anderen Worten, met andere woorden, wenn du dein ganzes Leben nie gesündigt hättest, als je hele leven nooit gezondigd zou hebben, alle Gebote der Bibel befolgt hättest, alle geboden van de Bijbel gehouden zou hebben, alle Gesundheitsgebote, alle Gesundheitsregels, alle Missionsgebote,
Je bent de hele wereld overgegaan voor de zending. Und du hast alles getan, was Gott dir gesagt hat. Je hebt alles gedaan wat God je heeft gezegd. Du hättest nicht ein bisschen Anspruch auf einen Lohn. Had je helemaal nog geen enkele aanspraak op loon. Du hättest gerade deine Pflicht erfüllt. Net je plicht gedaan. Denk maar drüber nach. Denk daar eens over na. Übrigens, in der katholischen Kirche. In de katholieke kerk. Martin Luther hatte damit so gerungen. Heeft Martin Luther zo geworsteld. Weil in der katholischen Kirche. In de katholieke kerk. Da ist es so, da gibt es einige Heilige, die sind gerechter, als man gerecht sein muss. Ja, er zijn een paar heiligen. En daarvan geldt dat ze meer heiligheid hebben dan ze nodig hebben voor zichzelf. Die waren so gehorsam. Waren zo gehoorzaam. Dass sie nicht alles für sich brauchen. Dat ze niet alles voor hun eigen zaligheid die nodig hebben. Die hebben een überschuss aan gehoorzaam. Die hebben een tegoed op hun bankrekening. Den sie abgeben können. Dat kunnen ze aan anderen geven. Und das ist alles eingezahlt auf ein Bankkonto. Ja, dat staat allemaal op een hemelse bankrekening. Und der Papst hat den Schlüssel zum Bankkonto. En de paus heeft de sleutel van de kluis. Und wenn man genügend bezahlt. En als je maar genoeg betaalt. Weil dieser Gehorsam kostet was. Want die gehoorzaamheid die kost wat. Je nachdem wie gerade die Kriegslage im Nahen Osten ist. Dat hangt er een beetje af van hoe de oorlogssituatie in het Midden-Oosten eruit ziet. Oder wie der Petersdom gebouwd worden ist. Hoe ver de Sint-Pieter al klaar was met de afbouwen. War der Preis hoch oder tief, hè? Dan ging de prijs omhoog en omlaag. So konnte man bezahlen um den Gehorsam von anderen zu bekommen. Dan kon je betalen en dan kreeg je de gehoorzaamheid van die andere cadeau. Aber die Bibel sagt, das ist unmöglich. De Bijbel zegt dat kan helemaal niet. Weil jedes Wesen seinen Gehorsam für sich selbst braucht. Omdat ieder menselijk wezen alle gehoorzaamheid die opbrengt voor zichzelf nodig heeft. Wenn du nicht mal so viel Gehorsam ansammeln kannst, dass Gott dir etwas schuldet. Als je niet eens zoveel gehoorzaamheid kunt opbrengen dat God jou iets schuldig is. Wie kannst du dann Gehorsam haben, den du abgeben kannst? Hoe kun je dan nog gehoorzaamheid over hebben die je aan een ander kan doorgeven? Deswegen sagen die fünf Jungfrauen. Daarom zeggen die vijf maagden. Was sagen sie? Wat zeggen ze? Sagen sie, hier, neem. Hier, neem maar olie van mij. Nein, sie sagen, wir können es nicht abgeben. We kunnen het niet geven. Weil wenn wir es abgeben. Want als we het afgeven. Is nicht genug für uns da. Hebben we zelf niet meer genoeg. Wir brauchen es für uns. We hebben het voor ons nodig. Hat nichts mit Egoismus zu tun. Heeft niks met egoïsme te doen. Aber ein Mensch, der bei Gott bestehen will, braucht völligen Gehorsam. Een mens die voor God wil bestaan, heeft volledige gehoorzaamheid nodig. Dat geldt voor mensen en voor engelen. Geldt voor mensen en ook voor engelen. Waarom? Waarom? Schaut mal mit mir in 1. Korinther 9. 1 Korinther 9. Paulus verstand das. Paulus heeft het begrepen. 1. Korinther 9. 1. Korinther 9. Hört goed zu. Luister goed. Vers 16. Vers 16. Denn wenn ich das Evangelium verkündige, so ist das kein Ruhm für mich. Vers 16. Ah, ja. Als ik het evangelie verkondigd, is er voor mij namelijk geen reden tot roem. Paulus sagt, wenn ich predige. Paulus zegt als ik preek. Wenn ich Evangelisation halte. Als ik evangelisaties hou. Wenn ich Bibelstunden gebe. Wenn ich Bijbelstudies geef. Wenn ich ein Medienministry habe. Oh, heb ik een media ministry? Dann ist das kein Ruhm für mich. Dan is dat voor mij geen roem. Wir neigen dazu, irgendwelche Prediger zu rühmen, oder? Ja, we zeggen, dat is een goede predikant. Kennt ihr das? Ken je dat? Oh, der Mark Finley. Huh? Oh, Mark Finley. Oder der Walter Veit. Oh, Walter Veit. Oder der Ted Wilson. Ted Wilson. Berühmt. Berühmt zijn die. Paulus sagt, nein. Paulus zegt, nee. Weiter sagt er. Denn ich bin dazu verpflichtet. De noodzaak daarvan is mij immers opgelegd. Und wehe mir. En wee mij. Wenn ich das Evangelium nicht verkündigen würde. Als ik het evangelie niet verkondig. Er sagt also, wenn ich predige, habe ich keinen Ruhm. Als ik preek, dan heb ik niet wat om op te roemen. Sondern ich tue nur das, was ich tun muss. Ik doe alleen maar wat ik doen moet. Und wenn ich es nicht tue. En als ik niet doe. Dann bin ich in der Schuld. Dan sta ik in de schuld. Jetzt, warum ist das so? Waarom is dat zo? Schaut mal in Galater. Ga naar Galater, brief. Galater 5. Galater 5. Galater 5 und dort Vers 15. 1, Entschuldigung, nicht 1, 1 Vers 15. Galater 1, 15. 1, 15. 1, 15. 1, 1. 1, 1. 1, 15. Galater 1, Vers 15. Als es aber Gott, der mich vom Mutterleib an ausgesonnen hat und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel und so weiter. Maar toen het God, die mij vanaf de schoot van mijn moeder heeft afgezonderd en geroepen door zijn genade behaagde, enzovoort. Wann is Paulus zum Missionar bestimmt worden? Wanneer is Paulus tot missionaris beroepen? Wann is er zum Missionar bestimmt worden? Wanneer heeft God hem daartoe bestemd? Helf mir. Help me even.
Lies den Vers. Vor der Geburt. Als er geboren worden ist, vor der Geburt. Ja, vor der Geburt al. Mit anderen Worten. Mit anderen Worten. Paulus kam in die Welt, um Missionar zu sein. Paulus ist der Welt gekommen, um Sendeling zu sein. Es war nicht so. Es war nicht so. Dass Gott ihn erstmal gemacht hat. Dass Gott ihn erst gemacht hat. Dann war Paulus da. Dann hat ja Paulus. Und dann sagt Paulus, hey, was mache ich mit dir? Und dann hat Gott gedacht, hey, Paulus, was tue ich mit jou? Ah, du könntest Missionar sein. Oh, ich kann misschien wel Sendeling worden. Sei Missionar. Wees mal Sendeling. Nein. Nee. Seine ganze Existenz. Sein hele Existenz, sein hele Bestaan. War verbunden mit seiner Aufgabe. Was verbunden mit seinem Tag. Und deswegen war er verpflichtet, das zu tun, weil dazu ist er entstanden. Ja, darum war er auch verpflichtet, um das zu tun, weil dafür ist er entstanden. Versteht den Gedanken? Begrijpen jullie die Gedachte? Gott hat ihn geschaffen. Gott heeft hem geschapen. Gott hat ihn mit einem Ziel geschaffen. Gott heeft hem geschapen met een bepaald doel. Und deswegen muss er dieses Ziel erfüllen. En daarom moet hij aan dat doel voldoen. Wenn er das Ziel nicht erfüllt, dann ist seine Existenz umsonst. Wanneer hij niet aan dat doel voldoet, dan is zijn bestaan nutteloos. Jedes Wesen, das entsteht. Ieder wezen dat ontstaat, hat einen Zweck für seine Existenz. Heeft een doel voor zijn bestaan. Jeder Mensch, der geboren wird, hat einen Zweck für seine Existenz. Gott hat einen Plan für sein Leben. Ieder Mensch, wat geboren wordt, heeft een doel voor zijn leven. Gott heeft een plan voor deze mens. Gott hat einen Plan für jeden Engel. Gott heeft een plan voor iedere engel. Und wenn der Engel alles tut, hat er gerade den Plan erfüllt. En wanneer een engel alles doet, heeft hij net aan zijn plicht voldaan. Und deswegen können wir keinen Gehorsam von einem Menschen oder von einem Engel bekommen. Daarom kunnen we niet gehoorzaamheid van een mens of van een engel voor ons krijgen. Weil jeder Mensch und jeder Engel von Gott abhängig ist. Want iedere mens en iedere engel is van God afhankelijk. Und sein Leben von Gott bekommen hat. En we hebben ons leven van God ontvangen. Jetzt denkt scharf nach. Denk nu eens diep na. Wenn wir keinen Gehorsam bekommen können. Wanneer we geen gehoorzaamheid kunnen ontvangen. Von Engeln und Menschen. Noch von Engeln, noch von Menschen. Weil sie alle ihren Gehorsam Gott schuldig sind. Dat ze allemaal Gott, tegenover Gott Gehorsamheit verschuldigt sein. Wo bekommen wir dann den Gehorsam her, den wir so dringend brauchen? Waar krijgen we die Gehorsamheit dann vandaan, die wij zo dringend nodig hebben? Wir müssten den Gehorsam von irgendjemand bekommen. Moeten de Gehorsamheit von iemand ontvangen. Der seinen Gehorsam nicht selber braucht. Die zijn Gehorsamheit niet voor zichzelf nodig heeft. Macht das Sinn? Ist das sinnig? Jemand, der diesen Gehorsam zwar hat, aber ihn nicht Gott schuldig ist. Ja, iemand, die Gehorsamheit weliswaar besit, maar hem niet aan God schuldig is. Jemand, der gehorsam ist, nicht weil er gehorsam sein muss, sondern weil er es freiwillig tut. Ja, niet iemand, die aan God Gehorsamheit verschuldigd is, omdat hij het moet, maar die het vrijwillig doet. Jemand, der nicht abhängig von Gott ist. Iemand, die niet afhankelijk van God is. Johannes 1, Vers 1. Johannes 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort. In het begin was het woord. Und das Wort war bei Gott. En het woord was bij God. Und das Wort. En het woord was war Gott. Vers 3. Vers 3. In ihm ist alles entstanden. Alle Dinge durch dasselbe ist alles entstanden. Alle Dinge sind durch das Wort gemacht. Und ohne dasselbe ist nicht eines entstanden, was entstanden ist. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Die Bibel sagt, dass Jesus nicht entstanden ist. De Bijbel zegt dat Jezus niet ontstaan is. Denn alles was entstanden ist. Want alles wat ontstaan is. Mit anderen Worten, alles was mal nicht existiert hat. Het betekent alles wat ooit niet bestaan heeft. Und dann mal existiert hat. En daarna tot bestaan geroepen werd. Kam durch Jesus. Kwam door Jezus. Es gibt nicht eine Sache. Er is niet één ding. Die mal nicht existiert hat und dann entstanden ist. Die eerst niet bestaan heeft en nu bestaat. Die nicht durch Jesus gekommen wäre. Dat niet door Jezus is ontstaan. Deswegen muss Jesus immer existiert haben. Daarom moet Jezus altijd eeuwig bestaan hebben. Macht das Sinn? Is dat zin? In Hebräer 1, Vers 8. Hebräer 1, Vers 8. Da spricht Gott der Vater von dem Sohn Jesus Christus. Da spricht Gott der Vater von dem Sohn Jesus Christus. Und sagt, dein Thron, o Gott, wird von Ewigkeit zu Ewigkeit. Da staat, uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. Besteht in alle Ewigkeit? Besteht in alle Ewigkeit. Das Original sagt von Ewigkeit bis Ewigkeit. Mm-hmm. Der originele griekse Text sagt
Van eeuwigheid, dus van het eeuwige verleden tot de eeuwige toekomst. Also Ewigkeit in die Zukunft und Ewigkeit in die Vergangenheit. Ja, eeuwigheid in de toekomst en eeuwigheid in het verleden. Ellen White sagt. Ellen White zegt: Christus ist der präexistente, aus sich selbst heraus existierende Sohn Gottes. Jezus is de präexistente, iemand die uit zichzelf bestaat. En daarin is hij de Zoon van God. Hört ihre Worte. Er besteht nicht aus Gott dem Vater, sondern er besteht aus sich selbst heraus. Hij is dus niet uit God de Vader ontstaan, maar uit zichzelf. Wenn er von seiner Präexistenz spricht, als hij spreekt over zijn präexistentie, bringt Christus uns zurück in undatierbare Zeitalter. Dan brengt Jezus ons terug in een verleden waar we geen datum voor kunnen noemen. Er versichert ons dass es niemals eine Zeit gab, wo er nicht in enger Gemeinschaft mit Gott dem Vater war. Hij verzekert ons dat er nooit enig moment geweest is dat hij niet in een innige Betrekking tot God de Vader stond. Sie sagt, sein göttliches Leben kann nicht durch menschliche Berechnung errechnet werden. Ja, zijn leven kan niet met menselijke berekeningen worden vastgesteld. Die Existenz von Christus vor seiner Fleischwerdung wird nicht durch Zahlen angegeben. Er zijn geen getallen te bedenken om het bestaan van Jezus voor de jaartelling te berekenen. Wisst ihr, was das bedeutet? Weet u wat dat betekent? Dass Jesus keinen Anfang gehabt haben kann. Jezus heeft geen begin gekend. Denn wenn kan er einen Anfang gehabt hat, want als hij een begin heeft gekend, dann kann man das in Zahlen angeben. Dan kun je daar een getal voor noemen. Vielleicht mit vielen Zahlen, aber man kann Zahlen finden. Hoe groot dat getal ook is, je kunt er een getal voor vinden. Aber die Existenz Jesu kann nicht in Zahlen angegeben werden. Maar het bestaan van Jezus kun je niet in getallen vastleggen. Ich weiß nicht, ob in Holland auch so viel Debatte darüber ist, ob Jesus Gott ist oder nicht. Ik weet niet of er in Nederland ook zoveel debatten zijn of Jezus God is, ja of nee. Oder ob er nicht wirklich der buchstäbliche Sohn ist. Of hij wel de letterlijke Zoon van God is. Der aus Gott hervorgegangen ist. Die uit God is ontstaan. Ihr Lieben, heute Morgen möchte ich euch zeigen. Lieve mensen, ik wil je vandaag laten zien. Wenn Jesus nicht aus sich selbst heraus existiert. Als Jezus niet uit zichzelf bestaat, funktioniert der Erlösungsplan nicht. Komt er niets van het verlossingsplan terecht. Denn wenn er sein Leben von Gott dem Vater hat, als hij zijn leven van God de Vader heeft ontvangen, dann hätte Gott ihn irgendwie gezeugt. Dan had God hem op de een of andere manier verwekt. Mit einem Plan für sein Leben. Met een plan voor zijn leven. Und dann hätte er all diesen Gehorsam Gott geschuldet. En dan was hij al die gehoorzaamheid aan God schuldig geweest. Ik geef een voorbeeld. Dat hinkt, dat voorbeeld. Dat is niet ganz perfect. Een? Het hinkt. Also, het is niet ganz perfect. Oh, het is een voorbeeld dat hinkt een beetje. Hinkt een beetje. Stel je voor, je hebt een kind. Stel je voor, je hebt een kind. En je zegt eurem kind, mach den Garten. En zegt tegen je kind, ga in de tuin werken. En dat kind macht den Garten. En het kind gaat in de tuin bezig. En jetzt komt dat kind en zegt. En het kind komt terug en zegt, ich hab den Garten gemacht. Ik heb de tuin gemaakt. Jetzt schuldest du mir was. Nu moet je me wat geven. Was würdet ihr sagen? Wat zeg je dan? Würdet ihr nicht sagen, nee, Moment mal, du bist mein Kind. Ja, zeg maar, je bent mijn kind. Du bist abhängig von mir. Je bent van mij afhankelijk. Wenn ich dir sage, mach das, dann machst du das, oder? Als ik zeg van, doe de tuin, dan doe je dat gewoon. Wenn ich nett bin, schenk ich dir was, ja. En als ik aardig ben, dan geef ik je wat. Aber du bist abhängig von mir. Maar je bent afhankelijk van mij. Aber wenn euer Nachbar. Maar als je buurman. Der nicht abhängig von euch ist. Die niet van jou afhankelijk is. Freiwillig euch den Garten macht. Komt naar jullie toe en maakt vrijwillig de tuin voor jullie. Dann steht ihr in seiner Schuld, oder? Dan sta je bij hem in de schuld. Dann hat er was jetzt, was er einsetzen kann, oder? Ja, dann heeft hij iets wat hij kan zeggen van, dat heb ik voor. Der ganze Erlösungsplan. Het hele verlossingsplan. Basiert darauf, dass Jesus gehorsam wird, obwohl er es nicht muss. Het is daarop gebaseerd dat Jezus gehoorzaam geworden is, terwijl hij het niet verplicht was. Und damit einen übertragbaren Gehorsam schafft. En daarom heeft hij een gehoorzaamheid die hij aan anderen kan doorgeven. Er selbst war von Gott unabhängig, in gewisser Weise. Ja, en, hij was zelf van God onafhankelijk. Es heißt, in Christus ist Leben original, ungeborgt, unabgeleitet. In Christus is leven wat hij niet van een ander heeft ontleend. En wat hij ook niet van een andere heeft ontvangen. Schaut mal in Philipper 2. Filippenzen 2. Philipper 2 und dort ab Vers 5. Filippenzen 2 vanaf vers 5. Philipper 2 und dort Vers 5. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein.
Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Und in seiner äußeren Erscheinung, als ein Mensch erfunden wurde, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Als er zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in de gedaante als een mens bevonden heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Jezus, der völlig Gott ist, Jezus die volledig God is, erniedrigt zich freiwillig und wird gehorsam. Ja, vernedert zich vrijwillig en wordt gehoorzaam. Hebreeën 5 vers 8. Hebreeën 5 vers 8. Hebreeën 5 vers 8. Hebreeën 5 vers 8. Denn obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. Er hat den Gehorsam gelernt. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd. Kent u de geschichte wo Jezus getauft werden möchte? Kennen jullie de geschiedenis dat Jezus gedoopt wilde worden? Jezus komt tot Johannes de Doper. Jezus komt tot Johannes de Doper. Johannes staat aan Jordan en tauft en tauft en tauft, niet waar? Johannes staat daar te dopen, te dopen, te dopen. En een lange linie, niet waar, van leuten? Lange rij mensen. Ja, een lange linie, niet waar? Entschuldigung, tut mir leid, aber eine lange linie steht, niet waar? Ja, dat is een hele lange rij die. En irgendwo staat Jezus, ja, en wartet. En ergens staat Jezus. En irgendwann komt dan die rij. En op een gegeven moment komt hij aan de beurt. En wat zegt Johannes de Doper? En wat zegt Johannes de Doper? Ich soll dich taufen? Moet ik u dopen? Du musst mich taufen. U moet mij dopen. Du hast es nicht nötig getauft zu werden. U hebt het helemaal niet nodig om gedoopt te worden. Was sagt Jesus? Wat zegt Jezus? Lass es jetzt gut sein. Laat het geschieden. Denn so gebührt es uns alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Zo past het ons beide om alle gerechtigheid te vervullen. Ich bin jetzt gehorsam, sagt Jesus. Ik ben nu gehoorzaam, zegt Jezus. Das brauche ich nicht für mich. Heb ik niet voor mij nodig. Dat voor dich, Johannes. Heb ik voor jou nodig, Johannes. Ik ben jetzt gehoorzaam, damit es dir zugute komt. Ik ben nu gehoorzaam, omdat jij er wat aan hebt. Jedes Mal, wenn Jesus gehoorzaam war, füllt sich das Konto im Himmel, damit wir es bekommen können. Ja, iedere keer dat Jezus gehoorzaam is, dan wordt dat konto aangevuld en dan kunnen wij daar gebruik van maken. Nun, damit das auch wirklich für jeden Menschen funktioniert. Opdat het dan voor ieder mens ook werkelijk functioneert, moest Jezus in alle erdenkelijke levenssituaties gehoorzaam zijn. Moest Jezus in alle denkbare levenssituaties gehoorzaam zijn. Weil viele Menschen haben Entschuldigung für die Sünde, oder? Veel mensen die hebben verontschuldigingen voor de zonde. Manche sagen, ich sündige, weil ich war so unwissend. Sommigen zeggen van, ja, ik zondig wel, maar ik wist ook niet beter. Ich hatte keine hohe Bildung. Ik had geen hoge opleiding. Also kam Jesus in der Antike, als das Bildungsniveau am allergeringsten war. Nu kam Jezus in een tijd op aarde dat het opleidingsniveau op het allerlaagste pijl stond. Manche sagen, ich sündige, weil ich bin so arm. Wenn ich mehr Geld hätte, dann könnte ich gehorsam sein. Sommige mensen zeggen, oh, ik zondig omdat ik zo arm ben. Als ik nou rijk was, dan zondigde ik niet. Also wurde Jesus in eine sehr arme Familie geboren. Dus werd Jezus in een heel arme familie geboren. So arm, dass sie nicht mal das Opfer bringen konnten, das vorgeschrieben war eigentlich für ein neugeborenes Kind. Zodat zijn ouders niet eens het offer konden brengen wat vorgeschreven stond voor een nieuwgeboren kind. Manche sagen, oh, ich sündige wegen meinen Genen. Kennt ihr das? Dan heb je ook mensen die zeggen van, ja, dat zit in mijn genen, die zonde. Das sind meine Gene, ich hatte schlechte Vorfahren. Ik heb zulke slechte voorouders. Jesus wusste das. Jezus wist dat. Als er den Plan der Erlösung schrieb im Himmel. Toen hij het verlossingsplan in de hemel schreef. Hat er sich einen Familienstammbaum gesucht. Heeft hij zich een familiestamboom uitgezocht. Mit vielen Mördern. Met vele moordenaars. Ehebrechern. Echtbrekers. Götzendienern. Afgodendienaars. Alles in zijn genen gewesen. Zat allemaal in zijn genen. Zumindest bij Maria, nicht, ja? Bij Maria dan. Manche sagen, ich sündige wegen der Stadt, in der ich wohne, wegen der Umgebung, wegen ich bin im Ghetto halt, ich kann halt nicht anders. Andere sagen von, das ist die Umgebung. Ich wohne in einem Ghetto und das hat schlechte Einfluss auf mich. Also musste Jesus im Ghetto wohnen. Dus heeft Jezus in een ghetto gewoond. In Nazareth. In Nazareth. Was ist die schlimmste Gegend in Holland? De slechtste buurt in Holland? Ja, nicht Hoogeveen, ich weiß auch. Was ist die schlimmste Stadt in Amsterdam? Ja, das sagen sie hier, ja. Amsterdam, schlechtste Stadt in Nederland. Amsterdam? Also gibt es irgendeinen Stadtteil von Amsterdam, der verrucht ist, also wirklich... Ja, Amsterdam heeft een slechte naam, hè? Gibt es einen Stadtteil von Amsterdam, der richtig, ja, also bekannt ist für seine Kriminalität und für Rotlichtmilieu oder so? Ja,
De Bijlmer. De Bijlmer? Bijlmer. Okay, stellt euch vor, jemand sagt, ich habe dort an diesem Ort 30 Jahre gelebt und nicht einmal mit Augen gesündigt. Stel je voor, er heeft iemand in de Bijlmer 30 jaar gewoond en die heeft zelfs niet met zijn ogen één keer gezondigd. Manche Menschen sagen, sommige mensen zeggen, ich sündige, weil alle Leute schlecht über mich reden. Ik zondig omdat de mensen toch al zo slecht over me praten. So schrieb Jesus einen Lebensplan für sich selbst. Zo heeft Jezus voor zichzelf een levensplan geschreven. Bei dem er wusste, dass die meisten Menschen ihn als ein uneheliches Kind betrachten würden. Dat daaruit de meeste mensen de conclusie zouden trekken, dat is vast een bastaardkind. Manche sagen, ich sündige wegen meinen älteren Geschwistern, weil die so böse sind. Kennt ihr das? Sommigen zeggen, ja, dat zijn mijn grote broers en zussen, dat zijn zulke slechte mensen. Jesus, daarom zondig ik. Hatte ältere böse Geschwister. Jezus had oudere boze broers. Könnt ihr im Leben Jesu nachlesen? Kun je in het leven van Jezus nachlesen? Manche sagen, ich sündige, weil ich nicht verheiratet bin, weil ich Single bin. Und dann mache ich manche Sünden, die ich ja nicht tun würde, wenn ich verheiratet wäre. Ja, andere zeggen, ich bin nicht getrouwd. Und als ich nou getrouwd zou sein, dann zou ich die Sünden, die ich nu doe, nicht tun. Also schrieb Jesus, ich werde niemals heiraten. Und Jesus schreef, ich zal nooit trouwen. Manche sagen, ich sündige, weil mir fehlt ein Schulabschluss. Andere zeggen van, ja, ik heb geen goede opleiding, ik heb geen diploma. Jesus hatte nicht mal einen Grundschulabschluss. Jesus had de lagere school niet eens afgemaakt. Manche sagen, ich sündige wegen der Kirche, weil mein Pastor so böse ist. Mein Gemeindeleiter, der hat mich so angefahren, deswegen bin ich aus der Haus gefahren. Ja, dat is, andere zeggen van, die Gemeinde, waar ich dabei hoor, die Dominee, die zijn zulke schlechte mensen, en daarom zondig ik. Jesus lebte in einer Gemeinde, die voller Irrlehrer war und die gleichzeitig diktatorisch war. Jesus war lid von einer Gemeinde, die voll mit Dwaallehren zat und voll mit Diktatur. Er hat nie gesündigt. Er hat nooit gesündigt. Manche sagen, ich sündige, weil die Politik so schlecht ist, weil ich werde verfolgt oder was auch immer. Andere sagen, ja, ich sündige vanwege der Politik, die unterdrückt mich. Jesus lebte zur Zeit einer Diktatur. Jezus leefde in de tijd van een dictatuur. Voor jede Ausrede had er den passenden Gehorsam. Ja, voor iedere uitvlucht die wij kunnen bedenken, had Jezus iets bedacht. En weil er gleichzeitig God war, en omdat hij op de gelijke tijd ook God was, kan zijn Gehorsam übertragen werden op jede Situation. Kan hij zijn gehoorzaamheid ook overdragen in iedere situatie. Wenn man ein kleines Opfer bringt, als je een klein offer brengt. Dat is mijn klein verdienst, oder? Heb je een klein verdienste. Wenn man ein großes Opfer bringt, een groot offer brengt, mijn großen verdienst. Heb je veel verdiensten. Had Jezus een kleines of een großes Opfer gebracht? Jezus een klein offer gebracht of een groot offer? Er had een ewiges Opfer gebracht. Hij had een eeuwig offer gebracht. Und deswegen hat er auch einen ewigen Verdienst. En daarom heeft hij ook een eeuwige verdienst opgebracht. Kent u dieses Wort bij Ellen White, die Verdienste Christi? Ken je dat woord bij Ellen White, de verdiensten van Christus? Ik heb me immer gevraagd, wat zijn de verdiensten Christi? Wat zijn dat nou, die verdiensten van Christus? Het is deze gehoorzaam die hij geleistet heeft, die we hebben kunnen, wenn we het nur willen. Het is die gehoorzaamheid die hij heeft volbracht en die wij kunnen ontvangen wanneer we het maar willen. Maar dat is nur één punt. Dat is maar één punt. Jetzt komt nog een punt dazu. Komt nog een punt. Jezus moest niet nur ons gehoorzaam schenken. Jezus moest niet alleen ons gehoorzaamheid schenken. Er moest ook onze zonden op zich nemen, richtig? Hij moet ook onze zonden op zich nemen. Was macht die Sünde mit uns? Was tut die Sünde mit uns? Schaut mal in Johannes 8. Johannes 8. Vers 34. Vers 34. Johannes 8, Vers 34. Johannes 8, Vers 34. Johannes 8, Vers 34. Jesus antwortet ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Jezus antwoordde hun, voorwaar, ik zeg u, ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. Oké, jetzt müssen wir gut aufpassen. Nu goed opletten. Wie viele Menschen haben gesündigt? Hoeveel mensen hebben gezondigd? Alle. Alle mensen. Von wie vielen Menschen möchte Jesus die Sünden auf sich nehmen? Von hoeveel mensen wil Jezus de zonde op zich nemen? Von allen. Alle. Sieh das Lamm Gottes, das der Welt Sünden wegnimmt. Ja, sieh het Lamm Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt. Also wir sind Sklaven der Sünde. Wij zijn slaven van de zonde. Wer ist der Erfinder der Sünde? Wie heeft de zonde uitgevonden? Satan. Satan. Wir sind Sklaven des Satan. Wij zijn dus slaven van Satan. Oké, nehmen wir mal an, hier ist der Satan. Hier ist der Satan, nehmen wir das an. Und wir sind seine Sklaven. Wij zijn zijn slaven. Und wir sagen, Herr, hilf uns. Heer, help ons, zeggen we dan. Oké. Jetzt stellt euch Folgendes vor. Stel je nu het volgende voor. Wer von euch hat ein Kind? Wie heeft kinderen van jullie? Oké. Stellt euch vor, euer Kind
Geht ins Internet. Stel je voor, jullie kinderen gaat het internet in. Und nimmt Kontakt mit dem IS auf. En neemt contact op met de Islamitische Staat. Und befreundet sich mit dem IS. En wordt daar vrienden mee. Steigt in ein Flugzeug. Stapt in een vliegtuig. Fliegt in den Irak. Gaat naar Irak. Kommt dort an. Kommt daaraan. Und wird gefangen genommen. En wordt gevangen genomen. Hat der IS? Heeft de IS ein Recht auf das Kind? Recht op dat kind? Wenn es freiwillig dorthin gegangen ist? Freiwillig daar is heen gegaan? Irgendwo schon, oder? Ergens toch, hè? Und wenn jetzt das Kind? En als dat kind nu? Sagt, was habe ich nur gemacht? Wat heb ik gedaan? Ich möchte wieder frei werden. Ik wil vrij worden. Dann können wir alle verstehen, wir möchten das Kind befreien, oder? Ja, dann ist alles, was wir wollen, das Kind befreien. So geht es Gott. Und so geht es Gott auch. Wir als seine Kinder haben uns mit dem IS, dem Satan, verbündet. Ja, wir sind als seine Kinder sind wir mit dem IS, dem Satan, in Kontakt gekommen. Und jetzt sind wir gefangen. Nu zijn we zijn gevangenen. Und jetzt will Gott uns befreien. Nu wil God ons bevrijden. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. En dan komt het beslissende punt. Könnte Gott einfach hergehen? Zou God eenvoudig erheen kunnen gaan? Und komm, sag, ich bin Gott. Zeg, ik ben God. Du bist Satan. Jij bent Satan. Weg mit dir. Ga jij eens even weg. Hou op. Hoepel op. Ik neem sie einfach weer mit. Ik neem een kind weer mee. So wie Superman das machen würde, oder? Ja, Superman. So ein Held, der kommt und einfach den Feind totschlägt. Een held die einfach komt en de vijand doodslaat. Wäre das nicht toll? Zou dat niet aardig zijn? Viele haben ein Bild vom Evangelium, dass Gott einfach kommt und den Satan boom, totschlägt. Ja, vele mensen hebben zo'n beeld van het evangelie. Satan kom, of God komt en slaat de Satan dood. Vraag. Wäre das gerecht? Zou dat rechtvaardig zijn? De IS würde doch sagen, Moment mal, die Kinder, dein Kind ist freiwillig hierher gekommen. Ja, dus IS zal zeggen, je kind is toch vrijwillig hierheen gekomen? Du kannst es ja gerne wieder haben. Kan je wel terugkrijgen. Aber was müsste man gerechterweise dann bekommen als IS? Wat moeten we dan als IS ontvangen? Lösegeld. Lösegeld? Ja. Losgeld. Die gerechteste Variante wäre, wenn jemand anders den Platz einnimmt, oder? Ja, de rechtvaardigste variant zou zijn dat iemand anders de plek van die, dat jouw kind inneemt. Also wenn du sagst, lass mein Kind gehen. En jij zegt, laat mijn kind gaan. Lieber IS, du kannst mich haben. Ja, ik neem zijn plaats in. Das wäre gerecht, oder? Das soll rechtfertig sein. Das wäre so gerecht, dass er auch die IS sagen würde, okay, das wäre gerecht. Ja, dass selbst die IS so müsste zugeben, ja, das ist rechtfertig, das ist juist. Denk doch mal nach. Jesus sieht uns. Jesus sieht uns. In den Fängnis Satans. In der Gefangenis von Satan. Und er sagt, ich will euch befreien. Ich will jullie befreien. Aber ich will euch nicht befreien wie Superman. Aber ich will euch nicht als Superman befreien. Ich will euch so befreien, dass selbst der Satan irgendwann mal sagen wird, ja, es war gerecht. Ja, ik wil jullie zo bevrijden dat zelfs de Satan op een gegeven moment moet zeggen dat was eerlijk zo. Also werde ich mich mit euch austauschen. Ik ruil met jullie. Und ich sage dem Satan dann, en ik zeg tegen de Satan. Lieber Satan? Beste Satan. Nee, lieber Satan. Satan, niet liever. Lass den gehen. Laat die gaan. Nimm mich. En neem mij. Alles was du mit ihm machen wolltest. Alles wat je met die ene wou doen. Darfst du jetzt mit mir machen. Mag je nu met mij doen. Ich werde mich nicht wehren. Ik zal me niet weren. Denn wenn er sich wehren würde. Want als hij zich zou weren. Weil er war ja gleichzeitig Gott, oder? Want hij is toch God. Was hätte denn der Satan gesagt? Wat had de Satan dan gezegd? Das ist unfair. Das ist nicht ehrlich. Die Menschen hätten sich nicht wehren können. Die Menschen hätten sich helemaal niet kunnen verweren. Also entweder du bist ganz Mensch oder es funktioniert nicht. Of je moet helemaal mens zijn of het gaat niet zo. Du musst genauso Mensch sein wie die Menschen. Moet net zo mens zijn als de andere mensen. Und du darfst dich nicht wehren. En je mag je niet verweren. Als Jesus in Gethsemane war. Toen Jezus in Gethsemane was. Schaut mal in Lukas 22. Lukas 22. Lukas 22. Lukas 22. Da sagt er in Vers 53. In Vers 53. Als ich täglich bei euch im Tempel war, habt ihr die Hände nicht gegen mich ausgestreckt, aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Toen ik dagelijks bij u was in de tempel, hebt u de handen niet naar mij uitgestoken, maar dit is uw uur en de macht van de duisternis. Jezus wist, jetzt komt die stunde der Finsternis, jetzt geht er in die Hände des IS und wird sich nicht wehren dürfen.
Nu wist Jezus van, nu is het uur van de duisternis aangebroken, nu komt hij in handen van de IS en hij mag zich niet meer verweren. Jemand hat mich gefragt nach der Predigt. Iemand heeft me wel eens naar deze preek gevraagd. Was wäre, wenn Satan nicht zugestimmt hätte für den Tausch? Stel je voor dat Satan het niet eens was geweest met deze ruil. Dat is een goede vraag. Een goede vraag. Beispiel nochmal. Voorbeeld. Stel je voor, de IS hat einen amerikanischen Journalisten gefangen genomen. Stel je voor, de IS heeft een Amerikaanse journalist gevangen genomen. Und Barack Obama ruft an. Barack Obama roept, belt op. Und sagt, ich biete mich als Lösegeld an. Ik bied mezelf aan als losgeld. Lass den Journalisten frei. Laat die journalist vrij. Ich werde stattdessen Gefangener. Ik neem de plek van de gevangenen in. Würden die IS-Terroristen das annehmen, ja oder nein? Zou de IS dat aannemen? Klar. Natuurlijk. Denn sie kämpfen ja gar nicht gegen den Journalisten, oder? Want ze willen die journalist helemaal niet. Gegen wen kämpfen sie wirklich? Tegen wie vechten ze in werkelijkheid? Gegen Obama. Tegen Obama. Sie haben den Journalisten nur gefangen genommen. Ze hebben alleen de journalist gevangen genomen. Um Obama zu schaden. Om ja, Obama schade toe te brengen. Der Satan kämpft gar nicht wirklich gegen uns. Satan die vecht niet tegen ons. Er nimmt uns nur gefangen. Hij neemt ons alleen maar gevangen. Um Jesus weh zu tun. Om Jezus pijn te doen. Und als Jesus jetzt sagt, pass auf. En Jezus zegt, let eens op. Die können gar nichts dafür. Die können gar nichts dafür. Die kunnen er helemaal niks aan doen, die mensen. Lass die frei. Laat ze vrij. Du kannst mich haben. Mij kun je hebben. Wisst ihr, als Jesus vor Pontius Pilatus stand. Toen Jezus voor Pontius Pilatus stond. Und da stand Barabbas und da stand Jesus. En daar stond Barabbas en Jezus. Und Pilatus sagt, wählt euch. En Pilatus zei tegen de mensen, kies maar uit. Was hat die Menge gerufen? Wat had de menigte geroepen? Barabbas. Barabbas. Wer hat sie inspiriert? Wie had ze daartoe geïnspireerd? Ellenwald sagt, es waren die Dämonen. Dat waren de demonen. Die demonen wollten unbedingt Jesus und kein Mensch. Demonen die wilden die mens niet, die wilden Jezus. Als die demonen die Wahl hatten, Barabbas oder Jesus. Toen de demonen de keus hadden tussen Barabbas of Jezus. Einen Sünder oder Jesus. Een zondaar of Jezus. Haben sie gesagt, die Chance kommt nie wieder. Die kans krijgen we nooit weer. Wir möchten Jesus. Wij willen Jezus te pakken nemen. Und alles das, was wir eigentlich mit den Menschen hätten machen wollen, das machen wir jetzt mit Jesus. Alles wat we met die mens hadden willen doen, dat doen we nu met Jezus. Alle höllische Tortur. Alle helse folteringen. Alles was ein Satan sich nur ausdenken kann, soll jetzt an Jesus geschehen, denn er darf sich nicht wehren. Alles wat de hel maar kan bedenken, dat moet Jezus nu ondergaan, want hij mag zich niet verweren. Ansonsten wär's nicht gerecht. Anders was hij niet rechtvaardig. Könnt ihr euch vorstellen, warum Jesus gezittert hat? Kun je je voorstellen waarom Jezus gezitterd heeft? Als in Gethsemane stand. Toen hij in Gethsemane stond. Als der Becher in seiner Hand gezittert hat. Als hij de beker in zijn hand voelde beven. Ich gehe jetzt runter in diesen Inquisitionskeller. Hij wist, ik ga naar die kelder van de Inquisitie. Um mein Kind rauszuholen. Om mijn kind eruit te halen. Aber sie dürfen jetzt alles mit mir machen. Maar alles mogen zij dan met me doen. Bis ich tot bin. Tot ik dood ben. Hij had gezitterd. Hat gezitterd. Und er ist trotzdem gegangen. En desondanks is hij gegaan. Obwohl er es nicht musste. Terwijl hij het helemaal niet hoefde. Er musste ganz Gott sein, damit es übertragbar ist. Hij moest helemaal God zijn, omdat überhaupt zijn gerechtigheid te kunnen overdragen. Und er musste ganz Mensch sein, damit es gerecht ist, selbst vor dem Satan. En hij moest helemaal mens zijn, om voor Satan helemaal rechtvaardig te Und zijn. Und er musste ein Mensch sein, der vorher noch nie gesündigt hat. En hij moest ook nog eens een mens zijn die nooit van tevoren gezondigd had. Stel je voor. Stel je voor. Oké, stel je voor, ik möchte. Hast du nog irgendwas anderes, was dir gehört? Irgendwas, ein Taschentuch? Oder? Stel je voor, ik komme zu ihm und sage, ik möchte gerne deine Bibel haben. Stel je voor, iemand zegt tegen mij: van ik wil graag je Bijbel hebben. Und als Ersatz kriegst du diesen Stift. En als vervanging krijg je die pen. Was wird er sagen? Wat zal die zeggen? Die gehört mir schon. Ja, die pen is al van mij. Ja, das ist kein echter Ersatz, oder? Das ist geen Vervanging. Als also Jesus kommt. Als Jesus kommt. Und sagt, lass die frei, du kannst mich haben. En die zegt, laat die ander vrij, mij kun je hebben. Muss er ein ganzer Mensch sein, an dem Satan keinen Anteil hat. Dan moest Jezus een volmaakt mens zijn, waar je Satan helemaal geen aanspraak op kon maken. Deswegen sagt er Jesus, der Satan kommt und er hat nichts an mir. Ja, daarom zegt Jezus, de Satan komt, maar heeft niks aan mij. Er moest een ganzer Mensch zijn, damit es gerecht is voor Satan. Hij moest helemaal mens zijn, dat het rechtvaardig is voor Satan. Er moest een ganzer Gott zijn, damit es gerecht is voor dem Universum. Hij moest helemaal God zijn, om rechtvaardig voor het heelal te zijn.
Und er musste ganz sündlos sein, deswegen hat er als allererstes in der Wüste gezeigt, dass der Satan nichts an ihm hat. Ja, und er musste helemaal zonder zonde sein, darum heeft hij in de woestijn laten zien dat Satan niets aan hem had. Seht ihr, dass Jesus ein Held ist? Seht ihr, dass Jesus ein Held ist? Aber es wird noch besser. Aber es wird noch beter. Denn als Jesus, toen Jesus sich freiwillig in die Hände des Satan begibt, toen Jesus sich freiwillig in de handen van Satan overgaf, und er jetzt all seine mörderische Lust an ihm ausprobieren kann. En die al zijn moordzuchtige driften aan hem kan botvieren. Und der Satan hat ja gehofft, dass er irgendwie Jesus zu Fall bringen könnte am Kreuz. Satan had gehoopt dat hij ergens Jezus aan het kruis ten val kon brengen. In diesem Albtraum. In deze nachtmerrie. Hat Jesus gleichzeitig. Heeft Jezus tegelijkertijd. Die gerechte Strafe eines erzürnten Gottes getragen. Heeft hij ook alle een rechtvaardige straf voor de zonde gedragen. Stel je voor, je zit in den Fängen des IS. Stel je voor, je zit bij de IS in de gevangenis. Und erleidet gleichzeitig den Zorn des ewigen Gottes. En tegelijkertijd krijg je ook nog eens de toren van de eeuwige God over je heen uitgestort. Er war in den Händen Satans. Er was in de handen van Satan. Und musste gleichzeitig die gerechte Strafe für die Sünde von Gott erleiden. Er moest tegelijkertijd ook nog eens de rechtvaardige straf van God voor de zonde dragen. Er wurde von unten und von oben gedrückt. Er werd van onder en van boven werd hij fijn gedrukt. Frage, was ist die Strafe für Sünde? Wat is de straf voor de zonde? De dood. Was für ein Tod? Wat voor een dood? Okay, jetzt möchte ich weiß, dood. Wir sind gleich fertig, aber wir brauchen noch 5 Minuten oder so. Denkt jetzt scharf mit. Ist Jesus den ewigen Tod gestorben, ja oder nein? Is Jezus de eeuwige dood gestorven, ja of nee? Scharf nachdenken. Wie lange war er im Grab? Hoe lang was hij in het graf? Okay. 3 Tage. Hier ist der Satan. Hier ist der Satan. Und sagt Folgendes. Er sagt das Folgende. Lieber Gott. Lieber Gott. Die Sünder haben den ewigen Tod verdient. Sünder haben den ewigen Tod verdient. Und du sendest jetzt deinen Sohn. Er stuurt nu je zoon. Als Ersatz. Als Vervanging. Und er ist nur 3 Tage im Grab? Und er sitzt nur 3 Tage in het Graf. Wo ist das gerecht? Waar zit de rechtvaardigheid? Wo ist das gerecht? Waar is dat rechtvaardig? Wenn ihr der Satan wärt, hättet ihr nicht zumindest eine Frage, ob das gerecht ist? Als jullie de Satan waren, had je die vraag dan niet gesteld? Wie kann 3 Tage lang Grab einen ewigen Tod ausgleichen? Hoe kan 3 dagen de eeuwige dood gelijk zijn? Wir hören das immer, wir denken nicht drüber nach. We horen het vaak, maar we denken er niet over na. Hier ist der Punkt. Nu komt het. Wenn das Evangelium wirklich gerecht ist. Als het evangelie werkelijk rechtvaardig is. Musste Jesus den ewigen Tod sterben. Moest Jezus de eeuwige dood sterven. Das bedeutet. En dat betekent. Auf ewig. Voor eeuwig. Das ist genau das, was ich sage. Auf ewig. Voor eeuwig. Vom Leben, das in Gott dem Vater ist, abgeschnitten sein. Voor eeuwig van het leven wat in God de Vader is, te zijn afgesneden. Als Mensch von Maria war er ja auch, also alle Menschen haben ihr Leben von Gott dem Vater. Ja, alle Menschen haben ein Leben von Gott dem Vater. Auch Maria. Auch Maria. Und er war ja Sohn Marias. Er war der Sohn von Maria. Und als Mensch. Als Mensch. War er abgeschnitten für immer vom Vater. Was sie für ewig abgeschnitten von dem Vater. Und jetzt ist die große Frage. Hier kommt die große Frage. Wie ist er dann auferstanden? Hoe kan hij dan zijn opgestaan? Schaut mit mir in Johannes. Kijk in Johannes Evangelie. Johannes 10. Johannes 10. Johannes 10 und dort Vers 17 und 18. Johannes 10, Vers 17 und 18. Johannes 10, Vers 17 und 18. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Darum heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven geef om het opnieuw te nemen. Niemand nimmt es von mir. Niemand neemt het mij af. Sondern ich lasse es von mir aus. Maar ik geef het uit mezelf. Ich habe Vollmacht es zu lassen. Ik heb macht het te geven. Und habe Vollmacht es wieder zu nehmen. En heb macht het opnieuw te nemen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Jesus sagt. Jezus zegt. Ich habe einen Auftrag. Ich habe eine Auftrag. Und der Auftrag ist, dass ich mir das Leben wieder selbst gebe. En de opdracht is dat ik mij het leven zelf weer opnieuw geef. Auf eine Art und Weise, die ich euch nicht erklären kann.
op een manier die ik jullie niet kan uitleggen. Sagt uns die Bibel. Zegt de Bijbel tegen ons. Sagt Ellen White auch. Zegt Ellen White ook. Hat Jesus sich selbst auferweckt. Heeft Jezus zichzelf opgewekt. Oh, je zegt, God had toch Jezus opgewekt, oder? God heeft het toch gedaan? Ja, God had gezegd, steh auf. God heeft tegen hem gezegd, sta op. Aber die Kraft, sich aufzuwecken, maar de kracht om op te staan, das Leben, das jetzt er lebte, das Leben, wat hij dan weer opnieuw leefde, kam nicht von Gott dem Vater, kwam niet van God de Vader, denn von dem Leben war er von auf ewig abgeschnitten, weil er den ewigen Tod gestorben ist. Want dat leven was hij voor eeuwig afgesneden, omdat hij de eeuwige dood gestorven is. Er gab der Menschheit das Leben, das in seiner eigenen Gottheit war, wieder zurück. Hij gaf de mensheid het leven wat in zijn eigen Godheid was, weer terug. Ellen White sagt es wieso? Ellen White zegt het zo. Er, der sagte, ich lege mein Leben, um es wieder aufzunehmen. Hij die gezegd heeft, ik leg mijn leven af om het opnieuw op te nemen. Kam aus dem Grab zu einem Leben, das in ihm selbst war. Kwam uit het graf tot een nieuw leven dat in hemzelf was. Jetzt hört gut zu. Luister nu goed. Die Menschheit Jesu starb, die Gottheit starb nicht. Als Jezus stierf, stierf zijn mensheid, maar zijn Godheid niet. In seiner Gottheit besaß Jesus die Kraft, die Bande des Todes zu zerreißen. In seiner Gottheit besaß Jesus die Kraft, um die Bande von der Tod zu verbrechen. Hier ist jemand. Hier ist jemand. Der freiwillig als Gott den Himmel verlässt. Die freiwillig als Gott den Himmel verlässt. Mensch wird. Mensch wird. Ganzer Mensch wird. Volledig mens wordt. Auf der untersten Schublade des menschlichen Lebens lebt. De onderste tree van een menschelijk bestaan leeft. Gleichzeitig dem Satan aufs Entschiedene widersteht, dass er wirklich ein echtes Austauschopfer sein kann. Ja, en gelijk dat hij tegen de Satan kan zeggen, ik ben een waardig offer om uit te wisselen. Und dann sich in die Hände des Satan begibt. Hij geeft zich over in de handen van Satan. Um zu sagen, lass sie gehen, du kannst mich haben. En zegt tegen, laat die anderen gaan, mij kun je hebben. Und gleichzeitig die Strafe für die Sünde von einem gerechten Gott erträgt. En tegelijkertijd draagt hij de straf van een rechtvaardige God voor de zonde. Den Tod. De dood. Ohne jemals wieder Zugang zu haben zu dem Leben, das in Gott dem Vater ist. Ja, hij heeft nooit meer toegang tot het leven wat uit God de Vader is. Und dann zu sterben. En dan sterft hij. Und im Grab zu liegen. Dan ligt hij in het graf. Mit der ganzen Gottheit im Leichnam. Eine hele Gottheit sit in sein Leik. Die gesamte Zeit sich hätte schon auferwecken können. Die hat ihn die hele Zeit allang können opwecken. Aber die wartet, dass Gott der Vater sagt, du darfst. Maar het heeft gewacht op het moment dat God de Vader zegt. Er hat die Kraft in sich selbst. En dan heeft hij de kracht in zichzelf. Aber er wartet auf den Vater. Maar hij wacht op de Vader. Dadurch, dass er sich selbst auferweckt. Daarom dat hij zichzelf heeft opgewekt. Beweist er, dass er einen übertragbaren Gehorsam zeigt. Heeft hij bewezen dat hij een gehoorzaamheid heeft die hij op anderen kan overdragen. Dadurch, dass er wartet. Omdat hij wacht. Beweist er, dass er gehorsam ist. Beweist hij dat hij gehoorzaam is. In Tod und in der Auferstehung Jesu kommen die tiefsten Gedanken zusammen. In de dood en in de opstanding komen de diepste gedachten uit de Bijbel samen. Wenn es an irgendeiner Stelle nicht genauso gewesen wäre, würde der Erlösungsplan nicht funktionieren. Als het op een of ander plekje in de Bijbel anders zou geweest zijn dan hier beschreven wordt, dan zou het verlossingsplan zijn mislukt. Ihr Lieben, das ist gute Nachricht. Lieve mensen, dat is het evangelie. Denn wenn du in Jesus bist. Als je in Jezus bent. Und der Satan sagt aber, der gehört mir, er hat gesündigt. Satan zegt over jou, ah, die hoort bij mij, die heeft gezondigd. Dan kan Jezus rechtmatig zeggen. Dan kan Jezus rechtmatig nu zeggen. De Heer schelde dich. De Heer schelde u, Satan. Du hast deinen Anteil schon gehabt. Du hast all deine Lust an mir ausüben dürfen. Je hebt je aandeel al gehad. Je hebt al je lust op mij kunnen botvieren. Und jetzt hast du kein Anrecht mehr auf ihn. En nu heb je geen aanspraken meer. Weil ich habe dich besiegt. Ik heb gewonnen. Nicht indem ich dich totgeschlagen habe, niet dat ik omdat ik je als Superman heb doodgeslagen, sondern indem ich mich habe totschlagen lassen, maar doordat ik me heb laten doodslaan, indem du dir selbst die Maske vom Gesicht gerissen hast, je hebt jezelf het masker van je gezicht afgerukt, und ich habe mich dann selbst in meiner Gottheit auferweckt, en ik heb mezelf in mijn Godheid opgewekt, und damit vor dem ganzen Universum zwei Dinge bewiesen,
En daarom heb ik voor het hele universum twee dingen bewezen. Ich bin Gott. Ik ben God. Und ich bin liebevoll. En ik ben liefde. Genau die beiden Dinge, die du immer angezweifelt hast, Satan. Ja, das sind die zwei Dinge, die du immer Gott von beschuldigt hast. Du hast gezweifelt, dass ich Gott bin. Du hast gezweifelt, dass ich liebevoll bin. Am Kreuz und in Golgatha habe ich das alles offenbart. Je hebt eraan getwijfeld dat ik God ben en je hebt getwijfeld dat ik liefde ben. En aan het kruis heb ik die beide dingen bewezen dat het waar is. Ihr Lieben. Lieve mensen. Jezus is echt een held. Jezus is een echte held. Das Kreuz ist so viel tiefer als wir denken. Het kruis is zoveel dieper als wij denken. Wir haben heute ein bisschen von der Oberfläche abgekratzt. Heel klein beetje aan de oppervlakte hebben we wat weggekrapt. Eine Ewigkeit werden wir studieren und besingen. Ewigkeit lang zullen we studeren en zingen. Aber eine letzte Frage heute in der letzten Minute. Laatste vraag in de laatste minuut. Mit all diesem Gehorsam, der jetzt übertragbar ist auf mein Leben. Met al die gehoorzaamheid die nu aan mij overgedragen kan worden. Mit all den Verdiensten Jesu, die dort auf dem himmlischen Bankkonto angelegt sind. Met al die verdiensten van Jezus op de hemelse bankrekening. Wie komme ich an die Verdienste? Hoe kom ik erbij? Was ist der PIN-Code für das Konto? Ja, hoe kan ik de PIN-code invoeren dat ik in kan loggen? Johannes 3 vers 16. Johannes 3 vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle die an ihn PIN-Code glauben. Ja, wat is de PIN-code? Alle die geloven. Der Glaube ist der PIN-Code für all die Gerechtigkeit, die Jesus erworben hat. Ja, geloof is de PIN-code om al die gerechtigheid te verwerven die Jezus voor ons heeft opgelegd. Das genügend Gerechtigkeit für die Vergangenheit. Er is genoeg gerechtigheid voor het hele verleden. Für die Gegenwart. Voor tegenwoordig. Und für die Zukunft. En voor de toekomst. Mit diesem PIN-Code. Mit deze PIN-code. Kannst du deine Schulden bezahlen. Kun je schulden betalen. Und jeden Tag genügend Geld abheben, um all die Dinge zu tun, die du tun musst. Ja, en iedere dag kun je genoeg geld opnemen om alles te doen wat je nodig hebt. Vergiss den PIN-code nicht. Vergeet die PIN-code alsjeblieft niet. Es wäre zu schade, wenn das Geld ungenutzt bleibt. Toch een zonde als dat geld allemaal onbenut daar blijft liggen. Oké, wer van euch sagt, ich habe heute etwas Neues gelernt? Wie heeft gezegd, ik heb wat nieuws geleerd vandaag? Ich habe es euch gesagt. Ik heb het jullie gezegd. Aber hier ist die wichtige Frage. Nu komt een belangrijke vraag. Wer von euch hat heute Jesus noch ein bisschen mehr lieb gewonnen? Wie van jullie heeft Jezus een beetje meer lief gekregen? Amen. Amen. Lasst uns doch gemeinsam niederknien und beten. Lieber Vater im Himmel. Lieve Vader in de hemel. Deine Botin hat uns gesagt, wir sollten jeden Tag eine Stunde über das Kreuz nachdenken. Uw boodschapster heeft tegen ons gezegd dat we iedere dag een uur over het kruis moeten nadenken. Und heute haben wir gesehen, was wohl der Grund dafür ist. En vandaag hebben we kunnen zien wat daar de reden voor is. Es gibt so unglaublich tiefe Gedanken. Er zijn zulke ongelooflijk diepe gedachten. Dinge die man erstmal wirklich verstehen muss und durchdenken muss. Dinge die je eerst moet begrijpen en helemaal moet doordenken. Selbst die Engel haben Jahrhunderte, Jahrtausende gebraucht, bis sie das halbwegs verstanden haben. Zelfs de engelen hebben duizenden jaren nodig gehad om het maar voor de helft te begrijpen. Heute hast du uns wieder ein bisschen mehr offenbart von dem großen Geheimnis, das in Golgatha passiert ist. Vandaag heeft u ons weer een klein beetje meer geopenbaard van het grote geheimnis wat op Golgotha zich heeft afgespeeld. Heute verstehen wir noch besser, warum die Engel singen, dass Jesus ein König der Könige, ein Held der Helden ist. Vandaag begrijpen we nog een beetje beter waarom de engelen nu inzien dat Jezus de koning der koningen en de held van de helden is. Al die superhelden der Welt sind nichts im Vergleich zu Jesus. Al die superhelden in onze wereld die zijn helemaal niets in vergelijking met Jezus. Danke, Herr Jesus, für das, was du getan hast. Danke, Herr Jesus, voor alles wat u voor ons gedaan heeft. Vergib uns, dass wir oft so leichtfertig über das Kreuz sprechen, ohne nachzudenken. Vergeef ons dat we vaak zo lichtvaardig over dat kruis spreken zonder na te denken. Danke, dass du alles für uns getan hast. Dank u wel dat u alles voor ons gedaan heeft. Und dass durch den Glauben dein Gehorsam uns angerechnet werden kann. En dat ja, door het geloof uw gerechtigheid ons wordt toegerekend. Hab dank, Herr Jesus, van ganzem Herzen. Dank u wel, Heer Jezus, van ganzer harte. Wir haben dich lieb. We houden van u. Im Namen Jesu. Amen. In de naam van Jezus. Amen.